Wenn mich was kriegt, kriegt's mich. Aber dann hart. Da ist ein Drop. Und da ist ein Spino neben. Oh, ist der machbar hier? Arc-Daten. 5k Perlen. Sauber. Und das Kristall. Und 2000 Narco Berries. Und der Tribut ergibt eine Blueprint. Nehme ich. Okay. Auf geht's. Und wieder zurück zur Base. Nice. Ich muss die jetzt nur finden. Das wird halt echt ein Problem. Weil ich habe den Base-Spot, wie gesagt, das war mein Ersatzspot, nicht mein Main-Spot, an dem ich bauen wollte. Und ich habe den nicht so genau gescoutet, wisst ihr? Ich weiß jetzt nicht perfekt, wo ich da immer lang muss, wenn ich zurück will und so. Also das wird jetzt nochmal interessant. Falls ich nicht sogar in eine Base reinheiz von irgendeinem Alter. Aber wie smooth bitte ist Aberration Bloodstalker. Ohne Scheiß. So, und ich meine, ich musste jetzt weiter rechts auf jeden. Erstmal links dann schwingen. Top, top Player of the Game. Bin schon mal nicht ich. Alter, gebt euch das. Ist das geil? Aber die Stille hier ist dermaßen beruhigend. Bin ich hier richtig? Boah, Leute, dieser andere Orientierungsboss, oder? Das hat echt gut geklappt eigentlich gerade, ne? Mega die nice Tour. Sau geil. Sau, sau cool. Genau das habe ich mir aber vorgestellt, als ich mir gedacht habe, ah, Genesis Aberration, wäre das nicht eine nice Kombi? Perlen rein, Crystal rein. Ich könnte halt Turrets machen, aber auch eine Chembench. Da fehlen halt nochmal hier ein paar Electronics. Machen wir nochmal irgendwie 150. Sauber, ey, so zockt man arg. Am Anfang viel gedödelt, aber dann Comeback des Jahrhunderts. Und danach ist natürlich auch die Indie Forge dann an der Reihe, ne? Relativ schnell. Und ich merke gerade, hier müsste eigentlich noch ein Eingang hin, ne? Ein Gate oder so. Dann kann der Bloodstalker, ja, ich weiß nicht. Ah, das kostet aber auch wieder Metall. Aber dann könnte ich halt hier die Kabel von dem Generator ein bisschen nach hier verlegen. Und dann hier nochmal Turrets hinstellen, die von dem hinten gepowert sind. Und dann kann ich direkt rein C-Spin, so wisst ihr? Oder C-Spin, aber halt mit dem Bloodstalker oder mit dem Rockdrake oder so. Und das wird ja dann sowieso, auch wenn ich vorne die Wand gebaut habe, wird das hier ja trotzdem mein, ich sag mal, sicherster Spot hier an dem Spot. Also hier wird ja trotzdem hinten mein Tresor stehen oder was weiß ich. Und der wichtigste Scheiß, weil das hier einfach am schwersten zu raiden ist, wisst ihr? Und unten ist dann Plattform mit Dinos zum Brüten und so und davor halt eine Mauer. Mit halt dann dementsprechend ein paar Turrets drauf. Und wir müssten hier eigentlich 5 Stück noch. Und Leute, der magische Moment, worauf wir hingearbeitet haben. Ey, ist das geil oder ist das geil? Jetzt kommt Muni nochmal 20. Und dann gucken wir nochmal, Geschützturm, fehlt Electronics. Dann machen wir wohl nochmal 100 Electronics. Komm, auf den Nacken. Sauber, ey. Da oben drauf, aber dann halt so, dass er halt rüber guckt. Perfekt, Inventar öffnen. Digga, läuft, Digga. Dann wird jetzt der Generator auch wieder in Betrieb genommen. Müssen wir ja, sonst kann das Teil nicht laufen. Den schalten wir ein und dann wird nämlich jetzt alles hier raus da direkt einmal rüber entladen. Ihr wisst, denke ich, alle warum. Ich brauche das nicht erklären, weil das hier die Produktionsstätte für alles quasi ist. So, rein, rein, rein. Was jetzt halt dann wieder fehlt, ist Eisen. Aber ich kann das hier alles... Ich kriege hier halt immer, wenn ich die einmal loote, direkt wieder 150, 200 raus. Ich darf natürlich nicht verpennen, hier die Muni weiter zu craften, weil 20 Schuss pro Turret ist halt nix eher, ne? Tendenziell eher nix. Um ehrlich zu sein, ich glaube legit, ich mache das mit dem Tor. Aber wenn ich es so mache, dass es halt leicht hier hinter ist. Vielleicht baue ich ja sogar auf Dauer dann 2. Guck mal, wenn ich da eins nämlich hinstelle. Dann habe ich hier schon abgeriegelt. Und von hier kann es halt auch nicht wirklich snipen. Und dann kann dahinter noch eins irgendwann. I don't know. Ich teste mal kurz, ob der noch passt hier dann. Ja, der Hyopai passt wunderbar. Fürs Erste, okay? Einigen wir uns drauf. Fürs Erste ist es okay. Ich muss halt dann nur wieder jetzt hier rausholen. Weil ich dann natürlich jetzt noch Kabel brauche. Ich verlege nämlich jetzt noch die so, dass ich vor das Gate Turrets setzen kann, die dann quasi von hinterm Gate ihren Strom beziehen und wo ich dann eine Foundation drüber setze einfach. Zumindest jetzt spontan einfach für die Safeness, ne? Weil da vorne den Generator kriegst du halt easy weggemacht mit 2-3 Rocket Launchern. Da muss halt dann noch ein bisschen was hin in dem Sinne. Ups, das ist da falsch. Das aber nicht. Da bin ich nicht so happig mit. Happiger bin ich jetzt hier mit der Stromversorgung. Das muss nämlich jetzt ganz cool sein. Aber oh, da guck mal, das geht hier smooth rein. Das geht smooth rein. Okay, cool. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Das kommt hier genau am Felsen so pervers gut entlang. Aber dann kann man snipen. Nee, nee, wartet, 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 wartet. Das wird bisher anders gemacht. Das hier ist gut bis dahin. Aber da brauche ich dann jetzt noch ein paar gerade Kabel für. Zumindest 2 Stück, dass ich hier die Verbindung, dass man die nicht durch das Loch nämlich wegsnipen kann. Genau, jetzt ist es dran. Perfekt. Und jetzt kann ich das hier aufheben. Bam. Und einfach durch das ersetzen. Bam. Und habe jetzt hier 2 gepowerte. Yes. Stromkabel, die in die Wand gehen. Top-Notch. Top-Notch. Und da ist das Outlet dran. Ey, sehr gut. Und hier jetzt noch eine Foundation hin. Oder hier das zweite Gate so. Bam, 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 bam. Passt für mich. Ist in meinen Augen grundsolide. Und dann kann ich nämlich jetzt das Turret hier zum Beispiel ein Stück weit nach hinten noch packen. Genau, dann ist das nämlich jetzt durch das gepowert. Sprich doppelte Sicherheit, wenn der vordere Generator weggeholt wird. Gerade wenn man nur so wenig Stuff und Munition hat, muss man das nämlich echt managen ein bisschen, dass man sich hier nicht selber nutzt. So, und dann fehlen jetzt nur noch Turrets und Metall. Ja, gut, ja.
In dem Sinne geht's für mich eigentlich ganz normal weiter. Einfach farmen. Es ist so langsam auch schon echt spät geworden, Alter. 9:30 haben wir jetzt. Also Real-Life-Time. Erster Tag. Nur mal, damit ihr so ein grobes Bild kriegt, von was hier abgeht. Wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe 3,5 Stunden oder so nach Bloodstalkern gesucht. Und das hat mich halt ultra gekostet. Richtig ärgerlich. Aber gut, das ist halt manchmal so, dann... Dann verlierst du da halt ein bisschen Zeit, aber dafür läuft's ja jetzt. Und ohne Scheiß, neuer PC, das knallt so dermaßen rein. Ich habe einfach 100 FPS, Junge. Ich hatte in Ark noch nie 100 FPS. Ich weiß, meine Cam ist nicht perfekt, da werde ich mir auch noch eine bessere zulegen, aber da weiß ich noch nicht welche, da muss ich nochmal deep diven in das Thema. Ich weiß, die ist noch richtig, richtig schlecht, vor allem jetzt abends bei so Dämmerungslicht. Ich habe auch meine Softbox da am Start. Allerdings, wenn ich die genau auf mich richte, bin ich komplett überbelichtet. Das ist halt alles nicht das Wahre. Das ist gerade so eine Lösung, die, wo der Greenscreen gut funktioniert, ich nicht rausgerendert werde und es einigermaßen gut aussieht. Aber viel besser geht es auch nicht, außer mit wirklichem Tageslicht irgendwie. Klingt komisch, ist es halt auch. Ja, geil. Okay, das sieht sehr schön hier für mich aus. Jetzt müsst ihr nur noch Heavies stehen, aber ich habe noch nicht das Level leider. Aber eigentlich müsste ich die in der nächsten Stunde, in den nächsten 2 Stunden auch haben. Bis in die Nacht rein werde ich heute auf jeden Fall zocken. Da könnt ihr euch drauf verwetten. Beide eure Arschbacken nämlich. So, jetzt hier wird wieder gequadruppelsplittet. Und dann ist der Bedarf eigentlich schon gedeckt, ne? Oh Mann, ich müsste jetzt echt warten. Kann ich denn die... Was fehlt denn für die Indie Forge? Ist das echt nur Metall? Das würde mich ja hart wundern, ne? Ne, Öl noch. Genau, und Zement. Ich würde also echt wieder auf Genesis gehen und da halt einfach Öl kaufen, Zement kaufen und dann auf das Metall warten. Also, dann gehe ich jetzt zum Drop, dann lade ich hoch, gehe auf Genesis, mach pam pam pam, komm wieder zurück. Okay, das müsste klappen. Der Plan ist klar. Und der Spot auch, ey. Ich feiere das hier gerade, ne? Das ist schon cool. Ich bin Level 94, 6 Level bis zum Heavy. Radiation kickt, aber macht überhaupt nichts. Hier links ist wieder ein Basebot, ein sehr beliebter. Da muss ich dann aufpassen, dann an dem Ding. Dann abjumpen, dann... Ah, das war zu früh. Aber kriege ich. Alter, was für eine Optik. Und auch mit neuem PC, ey. Das müsste hier auch für euch eigentlich butterschmoof sein vom Gameplay, oder? Da ist einer gerade gespawnt. Vor meinen Euglis. Sauer. Genau so ist das geplant, Leute. Genau so ist das geplant. Komm her. Jetzt darf keiner kommen und mich schnorcheln. Sonst verliere ich meinen einzigen Bloodstalker. Wäre doof. Und dann geht der Tier rein. Was hat der? Bisschen Meat. Ja, go, go, go. Und dann ran an den Drop. Transfer. Genesis mit Überlebendem. Meine Spawn-Locations sind relativ safe. Ich habe jetzt 2 abgeschlossene Betten. Soll ich da mal spawnen? Ja, komm. Komm. Die Base ist auch immer noch unraided. Oh, welch ein Wunder. Welch ein Wunder. Gut, was brauchte ich? Ich musste Zement kaufen. Wie viele Hexagons habe ich? 2000. Oder ich versuche ein paar Glitches zu farmen. Alter, jetzt hier aber... Ich witter hier Ultra-PvP-Action jetzt. Ohne Scheiß. Ihr nicht auch? Oder dass mich jetzt dann ein anderer Bloodstalker runtergrabt. Sowas kann passieren jetzt hier wieder, ne? Aber da sind Glitches. Die hätte ich gern. Und hier in der Base, hier in der Höhle, da waren sie vorhin. Das habe ich nicht vergessen, meine lieben Leute. Habe ich. Und dann grabbel ich mich mal hoch, dass ich safe mich irgendwo hinstellen kann und mal kurz shoppen in Ruhe. Ich brauchte noch Kristall. Sehe ich hier gerade Kristall? Natürlich nicht. Ich brauche jede Menge Zement. Okay, da auf jeden Fall ein 1000er. Öl brauchte ich. Genau, ganz wichtig. Ganz wichtig. 200 Öl kaufen wir. Alles wird gekauft an Zement. So. Lass uns das nochmal machen. Sehr gut. Und dann kann ich eigentlich wieder zurück. Oder? Wobei, nee, Kristall fehlte noch. Hier sind doch noch sehr, sehr viele Glitches, die ich sammeln könnte. Aber das mache ich nicht jetzt. Die verwahre ich mir auch ein bisschen. Da ist Kristall für später. Sehr cool, ey. Da kriege ich ja hier alles jetzt in einem. So, wie viel nehme ich denn mit? Ein 1000er oder was? Ran an den Bloody und dann muss ich jetzt mal schauen, wo die nächste Mission ist. Ein weitere Jagd im Moor. Okay. Das könnte aber eine Mission sein, die auch gemacht wird, oder? Schauen wir mal. Nee, die hat noch keiner gemacht. Die hat keiner gemacht. Okay. Und die ist direkt hier unten. Perfekt, Leute. Übrigens, ich scheiß gerade auf Vorsicht. Ich scheiß gerade auf nicht jumpen, damit man mich nicht hier durchjeten sieht. Ich mache komplette Attacke. Etwa so. Er ist englisch einfach. Wir haben gerade gestartet. Wir haben Er ist doch ein Deutscher. Komm schon, Alter. Komm schon, Alter. Habt ihr Glück gehabt, dass ihr mich so nervt mit eurem... Komm von Fox. Bitte nicht uns töten. Wir sind gerade neu. Die Mission hier läuft zu einem anderen Server reisen, aber ganz schnell. Lol. Die Mission ist aktiv. Hätte ich jetzt noch abfarmen können, aber ich habe nur einen Bloodstalker Level 20 war der. Also Abbruch. Wunderbar. Gut, dann einmal rein damit. Wir haben Kristallöl-Dings. Wir haben alles. Dann fehlt jetzt, wenn mich nichts täuscht, Metall und Öl. Aber warte mal, hatte ich nicht noch Öl? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe doch kalkuliert hier. Ja, das ist es halt jetzt. 2,5k Metall. Ärgerlich. Und ich wette, für die 2,5k Metall haben die Jungs eben auch gefarmt. Und ich habe den 1,7 oder so abgezogen und daraus das hier gebaut. Lull. Aber es musste halt sein, ihr wisst. Oh, hier sind aber 60. Oh, das ist aber ganz gute Ausbeute. Na gut, aber ich muss jetzt trotzdem warten. Ich würde sagen, ich mache das. Ich baue hier ein bisschen rum. Crafte, was das Zeug hält. Dann sehen wir uns, wenn es soweit ist.
Eine halbe Ewigkeit später, Leute. Es sind jetzt ungefähr 150 Metal in jedem Ofen. Laut meinen Berechnungen müsste es hinkommen, 147, ja. Müsste es hinkommen, dass das jetzt für die Indie Forge reicht. Und ich bin so gespannt, ob die hier reinpasst. Bitte, bitte, bitte. 1600 Metal, es reicht genau, oder? Bitte, bitte. Ja, aber müsste eigentlich. Struktur einschalten. Indie Forge, holy shit. Dann geht der Rest nämlich jetzt in die Turrets und OMG. Ja, Mann. Öfen weg und dann knallt sie da hinten rein. So geht's halbwegs und jetzt komm schon. Die muss halt so, dass ich auch noch die Smithy und so accessen kann. Genau den, genau den, genau den. Ja, viel besser. Viel besser. Alter, sick. Gut, dann Metal her. Ganze Wood rein, Metal rein. Und dann hier müsste ich ja noch ordentlich haben. Yeah, boy. Yeah, boy. Und dann geht's ab. Alter, mega nice. Und die lasse ich auch noch durchbrennen. Wir machen jetzt einfach massig Produktion. So, ich mache hier direkt auch die restlichen Electronics. Und dann gehe ich kurz eine kleine Runde noch farmen. So, und jetzt rein damit. Boah, das geht jetzt geil runter. Das geht jetzt geil down. Wir haben zwar nur eine in die Forge, aber hey, besser als keine. Und das tickt halt im Sekundentakt. Da muss ich jetzt direkt noch Holz holen. Da haben wir schon wieder 200 Metal. Mega nice. Das gibt aber direkt mal Muni. Da brauche ich jetzt erstmal als erstes. Und dann holen wir direkt Holz. Für euch, damit ihr wisst, wann es abgeht. Erster Tag, 23 Uhr ist jetzt. Und noch eine Fuhre Metall. Sauber. Dann sind wir damit erstmal beladen. Und dann gibt es für mich nochmal einen Geschützturm nur. Okay, Metall fehlt wahrscheinlich. Sollte aber ja hier nachballern. Yes, wobei ich jetzt auch ein bisschen nochmal bauen wollte, kurz. Ich hatte nämlich, habe ich doch gesagt, eine gute Defense-Idee noch. Und dafür brauche ich ja noch ein bisschen mehr Metall an sich. Top, die Wette gilt mäßig. So, den Rest lasse ich mal laufen. Denn die Idee war, dass ich jetzt vielleicht hier einen Pillar hinbau. Da ist die Frage, ob das klappt. Und dann so mach. Und dann hier einen Headframe. Ja, nur halt höher. Perfekt. Das funktioniert wunderbar, weil dann mache ich das kurz. Bombs. Bombs. Perfekt. Und jetzt mal schauen. Ist das gut so? Ich glaube, viel geiler geht's halt einfach nicht, ne? Wirklich viel geiler geht's nicht. Halt tiefer ginge. Aber so ist halt eigentlich auch schon cool. Ist halt die Frage, wenn das Gate zu ist und da eine Turret steht. Ja, dann zählt das noch. Sehr gut. Okay, okay, okay. Dann geht das ja eigentlich echt. Dann kann da vorne irgendwie zwei drauf und die hinten auch nochmal eins. Schön, schön. Ich möchte halt nur effektiv haben, dass die schön verteilt einfach ballern. Dass nicht Turrets irgendwie so stehen, dass die echt einen schlechten Winkel haben. Sollte doch noch ein Geschützturm drin sein, oder? Jawohl. Und den ballert es auch direkt. Okay, da passen jetzt nicht zwei direkt hin. Wobei, wenn ich den einen nach ganz links mache, dann bestimmt. Der kommt erstmal dahin. Gut, an sich kann ich halt das Turret auch da oben draufsetzen, ne? Das sollte, wenn man es so stellt, ja, sollte voll ballern. Und entschuldigt gerade das Flackern, ich habe es zu spät gesehen. Ich bin wieder normal, lag ein bisschen, aber sonst alles gut. Wie gesagt, Leute, auch das wird sich in Zukunft irgendwann beheben. Ich werde mir auch, mein nächstes Ziel ist tatsächlich, wie gesagt, eine Cam holen. Einfach eine bessere, die mir noch ein bisschen Quali reinpimpt in den Augen. Und da steht es. Und da steht's unten. Klar, so richtig ultra safe ist das gerade noch nicht, ne? So, jetzt mal gucken, Tür zu, ob das auch wirklich draußen ist. Ja, das ballert auf jeden Fall. Ganz, ganz klar, wieder 200 Metal. Gut, aber an sich wird meine Produktion dann so weiter fortgeführt. Viel mehr hier wird dazu nicht zu sagen. Ich glaube, ich hau hier noch eins hin. Und dann ganz wichtig, noch eine Metal Foundation. Die muss wirklich sein, sonst bin ich hier immer noch in einem Easy Raid. Ich bin immer noch auch so ein Easy Raid, aber das macht es nochmal ein bisschen schwerer. Nämlich genau, wo das Outlet ist, nämlich genau da. Nochmal mit einer Foundation bedecke, ja, dass das halt keinen, dass das nicht durch miesen AOE-Damage irgendwie demolished wird, das Kabel. Perfekt. Jetzt muss ich hier die Kackeimer aufsammeln und dann, komm, zum Klotz-Modus wechseln. Sehr gut, dann sollte jetzt das Kabel nämlich komplett drin sein. Jo, und dann kommt noch eine dahinter und noch dahinter und dann kann man die schon mal nicht mehr easy wegsprengen, sag ich mal so. Die nächste, da war doch gerade Snap, jo. Und zum Klotz. Top-notch. Ist auf jeden Fall solide, oder? Wenn da jetzt noch irgendwie zwei, drei Heavies bei wären, das wäre noch top. Ich habe nochmal ein Level up. Level 97, drei Level noch. Ey, das schaffe ich heute noch, oder? Ich weiß eh noch nicht genau, was ich jetzt als nächstes mache, um ehrlich zu sein. Ich habe nicht so ganz weit vorausgeplant wie sonst. Und wie gesagt, das ist ja auch hier mein Backup-Spot. Der ist halt jetzt nicht, der ist halt jetzt nicht durchgeskriptet, ne, was ich hier tue. Aber an sich wäre noch ein Gate hier, denke ich, echt eine ganz gute Idee. Und dann vielleicht hier machen wir nochmal einen Pillar hin mit nochmal einem Headframe, der hier zwischen sitzt. Oder vielleicht auch hier dran einfach noch ein Headframe und ich mache hier irgendwie noch die Decke zu drüber oder so. Wir kriegen es schon hin. Auf jeden Fall mache ich hier nochmal zu mit noch einer zweiten Turret-Wand dann hier hinter. Dass man einfach nicht nach der ersten hier durch ist. Und ja, dann muss ich halt hoffen, dass mich so schnell keiner findet, ne?